Zum Zweiten und einleitend ist zu sagen, was die DIVAG und die Cross-Border-Leasing-Verträge betrifft, dass wir hier auf einer sehr sachlichen Ebene diskutieren können, denn wir sind ja alle, die hier am Podium sind, nicht damals beteiligt gewesen. Und deshalb ist es notwendig, dass wir hier das auf einer vernünftigen Basis abhandeln.